Hey YouTube, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute das jährliche, die besten Spiele auf jeder Position Video. Ich habe mir dieses Jahr etwas schwieriger getan als letzten Jahr, also dementsprechend habe ich mir etwas mehr Zeit genommen, um mich mit den Spielern noch mehr auseinanderzusetzen, damit ich euch dieses Video bringen kann. Die Top 5 Spiele auf jeder Position ohne Icons und Tiros werde ich heute wieder vorstellen. Diskutiert wie immer gerne in den Kommentaren mit, bleibt sachlich, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo da, falls du es nicht getan hast und ich würde sagen, wir springen rein und fangen mit der Torwartposition an. So, der erste Spieler, den ich hier habe, ist Mike Maignan aus der Serie. Ja, ist ein sehr guter Keeper, vor allem um auch die ganzen Franzosen zu linken, aber zusätzlich ist er auch ein Keeper, der sehr gut hält. Hat den Deflektor Playstyle Plus dieses Jahr, Keeper ja auch mit Playstyles am Start, dementsprechend ist es ganz wichtig, dass man dort einen Keeper hat, der gewisse Playstyles auch hat. Der Playstyle Plus, den Maignan hat, ist auf jeden Fall ganz nice. Ich persönlich finde einen Playstyle aber noch wichtiger bei Keepern, den werden wir gleich bei den nächsten Keepern sehen. Und zwar mein Platz 4, Emiliano Martinez hat diesen Playstyle. Ich denke, er ist nicht der Liebling der Fans draußen, aber der Fans des eigenen Vereins schon. Ich denke, das ist so ein typischer Spieler, den will man im Team haben, aber wenn er gegen einen spielt, will man ihn nicht haben. Und in FC 25 ist der auch sehr stark. Und das ist, by the way, der Playstyle Plus, den ich persönlich am besten finde. Dieses Herausstürmen, Dreieck gedrückt halten. Der Keeper kommt übertrieben schnell aus dem Tor raus. 1-gegen-1-Situation sowieso schwerer dieses Jahr. Da Ballrollen am Keeper nicht mehr so gut gehen. Auch das Vorbeilaufen am Keeper geht nicht mehr so gut. Und dementsprechend ist dieser Playstyle Plus auf jeden Fall meiner Meinung nach der aktuell stärkste auf Keepern. Und Martinez dementsprechend auf Platz 4. Auf Platz 5 haben wir Alisson. Er hat denselben Playstyle wie Maignan. Alisson hält sehr gut. Es ist wirklich sehr wichtig, dieses Jahr einen High-Rated Keeper im Tor zu haben. Ja, ich habe mit Low-Rated Keeper schon gespielt und sie sind durch die Bank weg einfach nicht gut gewesen. Muss man einfach sagen, die letzten Jahre konnte man immer wieder mal Low-Rated Keeper spielen, aber bisher alle Low-Rated Keeper, die ich gespielt habe, die waren es einfach nicht. Deswegen geht auf einen High-Rated Keeper, die kosten auch nicht so viel. Alisson bei mir auf Platz 2. Auf Platz 2 dann ein Kollege aus der Bundesliga, Gregor Kobel, auch mit dem Herausstürmen Playstyle Plus, hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil er auch irgendwie nochmal bessere Reflexe als ein Emiliano Martinez hat und extrem gut gehalten hat, Dinge gehalten hat, wo ich schon längst dachte, die gehen rein. Und auf dem ersten Platz haben wir Thibaut Courtois. Thibaut Courtois vereint einfach all das, was wir gerade besprochen haben, in einer Person und dementsprechend Courtois auf Platz 1. So, wir gehen weiter auf die Rechtsverteidigerposition. Ihr seht schon, auf Platz 5 habe ich hier Hakimi. Es ist auch immer so, man muss auf den Außenverteidigerpositionen immer unterscheiden, will man einen offensiven Außenverteidiger haben oder einen defensiven Außenverteidiger. Ihr werdet jetzt meiner Top 5 hier sowohl offensive als auch defensive Außenverteidiger sehen. Hakimi ist einer, der beides sogar kann und ist dementsprechend hier auf Platz 5. Der nächste Spieler ist ein rein defensiver Außenverteidiger. Jules Koundé ist jetzt keiner, den man mit nach vorne nimmt, aber wenn man einen Außenverteidiger auf rechts hat, der nur hinten bleiben soll, ist Koundé echt ein sehr, sehr guter Rechtsverteidiger. Hat auch noch den Abdrängen plus Playstyle, was auch ganz nice ist, um auf einem defensiven Außenverteidiger die L2 und R2 Steps mitzugehen. Und deswegen Koundé auf Platz 4. Auf Platz 3 Kyle Walker, langjähriger Gast, aber diesmal nicht auf Platz 1, sondern nur auf Platz 2. Auch dieses Jahr wieder sehr, sehr stark unterwegs. Auch wenn er ein Pace-Downgrade bekommen hat und ich glaube in anderen Sets auch so ein teilweise ein Downgrade, ist er immer noch extrem nice, um die Gegner abzulaufen. Auf dem zweiten Platz haben wir eine ganz frische Karte. Das ist die Road to Knockout-Karte von Gusto. Der kann ja sogar noch besser werden, wenn Chelsea halt in der Conference League rasiert. Karte ist auf jeden Fall sehr stark. Sehr gute Stats, Franzose, Premier League, dementsprechend auch easy einzubauen. Gusto auf Platz 1, auf Platz 2 und auf Platz 1. Jeremy Frimpong, ich habe persönlich halt sehr, sehr gerne einen offensiven Außenverteidiger auf der rechten Seite. Und das für Pong mein Mann to go. Der Mann ist ja sehr, sehr geil, um den Außenbahn mit nach vorne zu laufen. Ich will euch aber noch eine Evolution mitgeben. Diogo Dalot, Evolution ist sehr, sehr nice für die Rechtsverteidigerposition. Ist auch easy zu machen. Wenn ihr diese Evolution noch habt und einen Rechtsverteidiger sucht, Dalot ist auf jeden Fall kein Verkehrter. Kann sogar Rechtsverteidiger als auch Linksverteidiger spielen. Sprich, ist auch geil, wenn man den auf der Ersatzbank kann. Dann kann man den auf beiden Seiten einwechseln, je nachdem, wo man Bedarf hat. Diogo Dalot auf jeden Fall eine Top-Evolution für die Position. So, dann switche ich rüber auf die Linksverteidigerposition. Da fangen wir an mit einer sehr günstigen Karte. Udogi, aber der ist sehr, sehr stark. Ein sehr, sehr gutes Cheap Beast, muss man einfach so sagen. 82er Rating, dementsprechend auch gutes Potenzial, um demnächst in Evolution reinzugehen. Udogi hier auf dem 5. Platz bei mir auf der Linksverteidigerposition. Auf dem 4. Platz haben wir dann Sakina Karshawi.
Auch sie ist wieder sehr, sehr stark unterwegs. Leider auch kein PlayStyle Plus. Aber so wie Evolutionen laufen, könnte sie auch demnächst irgendwann mal in eine Evolution reinpassen, wo man PlayStyle Plus bekommt. Dann wird sie wahrscheinlich nicht wirklich Stats-Upgrades bekommen. Aber wäre möglich. Kashaui hier auf Platz 4. Auf Platz 3 haben wir Alphonso Davies. Hat ein Downgrade zum letzten Jahr bekommen. Hat seinen PlayStyle Plus verloren. Ist trotzdem eine absolute Rakete, um die Spieler dort auf der Außenbahn abzulaufen. Sehr schwer zu linken, wenn man nicht auf Bundesliga und Bayern München Spieler geht, wegen Kanada, aber trotzdem ein sehr starker Linksverteidiger und ich glaube, die ersten beiden Plätze könnt ihr euch schon denken. Auf Platz 2 Ferland Mondi, der Dauerbrenner als Linksverteidiger, ist immer am Start, immer gefühlt die seltenste Karte in den Packs. Man zieht ihn gefühlt nie, aber er ist eine absolute Maschine und dieses Jahr mit den ganzen Real Madrid Links ist er natürlich dementsprechend auch für eine 84er Karte extrem teuer. Und auf dem ersten Platz mit weitem Abstand, ich würde sogar sagen, selbst wenn wir hier Icons und Heroes mit reinnehmen würden, wäre er auf dem ersten Platz. Theo Hernandez ist die beste Linksverteidigerkarte im Spiel. Es ist hier auch dabei total egal, ob ihr den Inform oder die Goldkarte nehmt. Da tut sich fast gar nichts. Aber Theo Hernandez mit seinem Player-Model, mit seinem Tempo, mit dem Playstyle-Kante Plus, dieser Playstyle-Kante Plus macht ihn halt nochmal zusätzlich stärker. Zudem hat Theo Hernandez, glaube ich, dieses Jahr auch ein Skill-Upgrade bekommen auf 4 schöne Skills. Ist das die absolut beste Linksverteidiger-Karte im Spiel? So, kommen wir zum Innenverteidiger. Und da gibt es echt viele Möglichkeiten. Es gibt da sehr günstige Möglichkeiten, wie zum Beispiel Upamecano, der sehr günstig und sehr gut ist. Ein Schlotterbeck, auch sehr günstig und sehr gut. Aber wir sind natürlich bei der Top 5. Und selbst da fallen Spieler raus, die trotzdem eigentlich sehr, sehr stark sind. Wie zum Beispiel ein Road to the Knockout Araujo, der sehr, sehr gut ist. Ein Inform Eder Militao. Die werden hier nicht in meiner Top 5 sein. Die sind aber trotzdem sehr starke Innenverteidiger. Wir fangen auf dem 5. Platz an. Ihr seht ihn ja auch schon die ganze Zeit. Es ist Mickey van de Ven mit seinen 89 Pace. Ist ja halt übertrieben schnell, um selbst mal ein falsches Stellungsspiel nochmal wettmachen zu können. Hat zudem gute Defensiv- und Physiswerte. Mickey van de Ven hier verdienter Platz 5 und verdienter Platz in den Top 5. Machen wir weiter auf dem 4. Platz. Rüdiger. Absolute Maschine. Er hat diesen Playstyle Plus Kante, den ich dieses Jahr extrem stark finde. Habe ich ja vorhin schon bei Theo Hernandez erwähnt. Und Rüdiger auf dem 4. Platz mit den Real Madrid Links auch easy einzubauen. Ist natürlich alles teuer. Die sind alle, kosten ihre um die 200.000 Coins, die Innenverteidiger. Aber Rüdiger hier auf Platz 4. Auf Platz 3 William Saliba. Ganz starke Karte, ganz starkes Upgrade zuletzt im Jahr bekommen. Auch verdient. Ein sehr starker Innenverteidiger. Das Ding ist, warum Saliba nur auf Platz 3 ist, weil ihm die weiteren Playstyles fehlen. Er hat Antizipation Plus, das ist geil, aber an sich fehlen ihm weitere Playstyles, wie zum Beispiel der In-der-Luft-Playstyle, den er nicht mal auf Silber hat. Auf Platz 2, die Karte finde ich nach wie vor extrem stark. Ich habe ja schon Review zur Karte gemacht, wenn ihr es euch anschauen wollt und immer noch im Überlegen seid, ihn zu machen. Rafael Varane ist eine Maschine. Sehr geil linkbar, muss man sagen, mit den ganzen Frankreich-Links, die man hat und mit den ganzen Serie A-Links. Und Rafael Varane hier auf Platz 2, sehr starker Innenverteidiger. Und auf Platz 1 natürlich Virgil van Dijk. Hier jetzt in der Road to Knockout-Variante, aber selbst die Gold-Variante von van Dijk wäre hier auf Platz 1. Van Dijk ist wieder der absolute Boss in der Innenverteidigung. Mit diesem In-der-Luft-Plus ist er dann zudem auch noch eine Waffe bei eigenen Eckbällen. Gesamtpaket ist van Dijk einfach wieder der Top-Innenverteidiger im Spiel ohne Icons und Heroes. So, kommen wir zur 6er Position. Und da haben wir auf dem 5. Platz einen Mann mit 66 Tempo. Es ist Rodri. Aber abgesehen vom Tempo lässt sich Rodri wirklich sehr, sehr gut spielen. Auch wenn man sich fragt, wie er nach wie vor ein 91er Rating haben kann, weil kein einziger Stat irgendwie auch nur annähernd an die 90 rankommt bei den Face-Stats. Aber Rodri lässt sich echt gut spielen und das mit dem Tempo ist nicht so schlimm. Aber aufgrund des Tempos ist er nur auf Platz 5 und nicht weiter oben. 4. Platz ist Tchouameni. Er hat etwas mehr Tempo, aber er hat nochmal ein etwas wuchtiges Player-Model als ein Rodri und der ist halt wirklich geiler Sechser, mit dem man auch weitere Positionen spielen kann. Ja, man kann mit ihm switchen auf die Innenverteidigung. Falls man mal in-game auf die Fünferkette switchen will, kann man das dann ohne Probleme machen. Man kann ihn ins ZM schieben. Tchouameni ist auf jeden Fall ein sehr geiler Sechser, der zudem auch noch sehr nice Links hat und deswegen hier auf Platz 4 habe ich sehr, sehr häufig gespielt bisher. Frankie de Jong auf Platz 3. Nach wie vor eine Top-Karte, die man sehr gut auf der 6 spielen kann, der aber auch mit einem gewissen Potenzial mit nach vorne gehen kann. So, auf dem 2. Platz, eine ganz frische SBC. Kevin Thuram, die SBC auch sehr gut bepreist. Es ist ein bisschen hochgegangen, weil das Vorder angezogen hat. Aber Thuram
eigentlich schon eine Must-Do-SBC, weil der hat noch Upgrade-Potenzial, ist ja eine Road-to-Knockout-Karte, hat noch keinen Playstyle-Plus, sprich auch für Evolution in Zukunft eventuell interessant. Und zudem bietet er sehr, sehr geile Links und lässt sich auch überragend mit seinem Player-Model auf der 6 spielen. Sehr groß, fängt die Bälle geil ab. Er hat den Schnittstellenpass auch auf Silber, kann auch im Aufbau dann dementsprechend helfen. Tyram auf dem zweiten Platz und auf dem ersten Platz die Madame Patri Guyaro. Und das, weil sie einfach eine Top-Karte hat. 88er Rating, durch die Bank weg, sehr gute Stats und dann auch den Longball Plus Playstyle, der natürlich hilft, diese hohen Bälle hinter die Kette zu spielen. Und das alles in Kombination macht sie einfach zum Top-6er. Wenn man die eingebaut bekommt, ist das eigentlich ein No-Brainer auf der 6. Und hier auf der 6er Position, falls ihr noch Evolutionen übrig habt und noch nicht alles verbraucht habt, will ich auch noch einen Spieler mitgeben. Es ist der gute Pavlovic. So sieht die Karte am Ende aus. 84er Rating, hat sehr viele Rollen, die er bespielen kann. Und das Geilste ist für die 6er Position, er hat halt Holding plus plus, also Absicherung plus plus, hat 4 Playstyles und kann demnächst noch in weitere Evolutionen wahrscheinlich reingehen. Pavlovic sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Falls ihr die Evos noch habt, könnt ihr ja drüber nachdenken, falls ihr noch einen Spieler auf der 6 braucht. Ich habe ihn auf dem RTG-Count gemacht und kann euch sagen, dass er sich sehr, sehr geil spielen lässt. So, gehen wir eine Position weiter vor im Mittelfeld auf die 8er-Rolle, aufs ZM. Da haben wir auf dem 5. Platz Barella. Hier gibt es auch ein paar Möglichkeiten mehr, wie zum Beispiel ein Kevin De Bruyne, ein Bruno Fernandes. Die sind eigentlich auch ganz nice auf der Position. Die haben es hier nicht in die Top 5 gepackt. Auf dem 5. Platz Barella von Inter Mailand. Auf dem 4. Platz unser Coverstar Jude Bellingham. Muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich mir eigentlich deutlich mehr erhofft dieses Jahr. Die Karte sieht nice aus. Aber ich glaube, mit der Hauptgrund, warum Bellingham hier in meinem Ranking nicht weiter oben ist, ist einfach das Fehlen von Passing Playstyles und das ist sehr, sehr schade, aber eventuell in der Zukunft mit noch mehr Special Cards Jude Bellingham weiter oben. Jetzt auf dem 3. Platz haben wir einen Spieler, der jetzt gerade auch im Team of the Week ist. Es ist Valverde. Valverde zum allerersten Mal, dass ich super happy mit der Karte bin. Die letzten Jahre hat Valverde auch immer geile Karten gehabt und sah immer ganz nice aus, aber hat sich irgendwie nicht geil spielen lassen. Dieses Jahr ist es anders. Ich finde Valverde im ZM sehr, sehr nice und dieser Powershot Plus Playstyle hat auch schon dazu geführt, dass ich mehrere Tore auch in wichtigen Spielen mit Valverde schon verbuchen konnte. Valverde eine Top-Karte und der Inform, der gerade draußen ist, das ist mein nächstes Ziel für mein Main-Team. Auf dem 2. Platz Alexia Putellas. Wieder eine überragende Karte, 5 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß, hat ein leichtes Downgrade zum letzten Jahr bekommen, aber lässt sich nach wie vor sehr, sehr gut spielen. Könnte man theoretisch auch als 10er spielen. Ich habe sie hier bei der ZM-Position genommen. Putellas auf Platz 2 und auf Platz 1. Ballon d'Or-Siegerin Aitana Bonmatí. Bonmatí lässt sich sehr, sehr geil spielen, hat hier auch wieder alle Stats, sehen sehr stark aus, kann sowohl offensiv mithelfen, kann auch defensiv mithelfen, lässt sich sehr gut spielen, lässt sich sehr gut bewegen und allgemein einfach ein Top-8er und dementsprechend auf Platz 1. So, kommen wir zur ZOM-Position und da haben wir auf dem 5. Platz den Inform von Florian Wirtz. Ich finde den Playstyle Plus sehr, sehr nice. Dann kann er schön die Dreiecksbälle durchstecken mit diesem Playstyle Plus. Flo Wirtz lässt sich auch gut steuern und bewegen und deswegen auch verdienter Platz 5. Auf Platz 4 ist dann, um Musiala komplett zu machen, Jamal Musiala. Lässt sich auch wieder sehr gut spielen. 5 Sterne Skills, E1 Dribbling auch ganz nice mit ihm, auch wenn das E1 Dribbling dieses Jahr abgeschwächt ist im Vergleich zum letzten Jahr. Und ist auch ein geiler 10er mit der Shadow Striker Rolle. Auf dem 3. Platz haben wir einen Spieler, den ich sogar noch weiter oben gesehen hätte. Aber das, was sehr schade ist auf der ZOM-Position bei Foden, dass er halt keine Rolle hat auf dieser Position. Er kann sie spielen, aber hat keine Plusrolle. Und das ist sehr, sehr schade. Wenn er irgendwie noch Shadow Striker plus plus hätte, wäre er wahrscheinlich in meiner Top 5 Liste hier noch weiter oben. Aber Phil Foden als 10er lässt sich auch überragend spielen. Auf dem 2. Platz haben wir dann Neymar. Da ist natürlich etwas schwerer, den immer einzubauen. Aber Neymar auf der 10er Position, überragendes Movement, hat den Trickster Playstyle, der auch ganz nice ist, um die neue Schussfinte zu machen. Und er fühlt sich auch übertrieben schnell an. Ja, auch wenn er nur noch 85 Pace hat, fühlt sich Neymar nach wie vor sehr schnell an und das für eine 10er Position ist extrem nice. Und auf dem 1. Platz haben wir eine Road to the Knockout Karte. Das ist Paulo Dybala mit Shadow Striker plus plus. Hat eine geile Karte, kann noch weitere Upgrades bekommen, 5 Sterne Skills, zudem noch weitere Playstyles wie zum Beispiel den entscheidenden Pass oder dem Finesse auf Silber. Und das im Gesamtpaket macht Dybala hier zum 1. Platz bei mir auf der 10er Position. Kommen wir zu den Flügelpositionen. Wir fangen auf der rechten Seite an, auch wenn wir hier Rafinha sehen, der als
Standardposition Left Winger, da war Rafinha kann halt beide Positionen auch auf rechts spielen mit RM und rechter Flügel. Rafinha war eine sehr geile Informkarte, die glaube ich letzte Woche im Team of the Week war und hat auch super Sets. 93 Tempo, 88 Dribbling, 82 Schuss, 81 Passen. Rafinha lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut spielen. Diejenigen von euch, die ihn gezogen haben, GG an euch. Rafinha eine Top-Karte für die rechte Seite. Auf dem vierten Platz haben wir dann eine Karte aus dem Season Pass. Adama Traoré. Wenn ihr im Season Pass noch viele Aufgaben habt, versucht den Season Pass zu erledigen. Es lohnt sich für diesen Adama Traoré. Mit Rapid Plus, 95 Pace, 88 Dribbling, 80 Schuss, 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß. Hat zudem auch noch den Quickstep Playstyle auf Silber. Der Mann fliegt wirklich wie eine Rakete über den Platz auf der rechten Außenbahn. Kann zudem auch noch Stürmer spielen. Kann man theoretisch auch drüber nachdenken. Adama Traoré auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option, sich den aus dem Season Pass mitzunehmen. Auf dem dritten Platz haben wir dann den Infob von Ousmane Dembélé. Auch hier wieder den Rapid Plus Playstyle, der ja absolut Meta ist mit dem ganzen Sprint Boost. Gute Dribbling Sets, 5 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß. Ousmane Dembélé auch variabel als 10er spielbar. Starke Karte auf Platz 3. Und jetzt Überraschung, auf Platz 2 ist nämlich Hansen. Sie ist nicht auf Platz 1 und das ist meine persönliche Einschätzung. Hansen nach wie vor eine super Karte und ich glaube, der Grund, warum sie bei mir nicht auf Platz 1 ist und es nur auf Platz 2 geschafft hat, liegt einfach an der aktuellen Meta mit dem Sprintboost. Sie kann den Sprintboost auch ganz gut machen, aber unser Platz 1, den ihr gleich sehen werdet, ist halt nochmal krasser, was das angeht. Und Platz 1 ist Trinity Rodman in Form. Diese Frau ist überragend. 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, ist übertrieben schnell, hat sowohl den Rapid als auch den Quickstep Playstyle auf Silber. Sie hat noch den Trickster Playstyle, kann also auch die guten Schussfinden machen. Das alles in Kombination macht Rodman einfach zu einer überragenden Karte. Kann sowohl links als auch rechts spielen, als auch im Sturm. Und deswegen Rodman hier bei mir auf Platz 1. Okay, switchen wir auf die andere Seite, auf die linke Seite, auf dem fünften Platz. Der Inform von Luis Diaz. Starke Karte, gutes Tempo, gute Dribbling Stats auf Platz 5. Auf Platz 4, die Road to Knockout-Karte von Alejandro Garnacho. Lässt sich sehr, sehr gut spielen. Auch gutes Tempo, gute Dribbling-Sets. Zudem auch noch gute Schusswerte. 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß. Auf dem dritten Platz, Jeremy Doku von Manchester City. Super Tempo, Red Pit Plus am Start. 4 Sterne Skills. Einzige, was ihn runterzieht, sind seine 3 Sterne schwacher Fuß. Wenn er da irgendwie noch mehr hätte, wäre er vielleicht sogar einen Platz weiter vorne. Denn auf dem zweiten Platz ist jemand mit 5 Sterne schwacher Fuß. Das ist Nico Williams. Hier die Road to Knockout-Karte. Aber auch die Goldkarte von ihm ist überragend. Auch hier Raserei Plus am Start. 94 Tempo, 88 Dribbling. Sehr geile Stats. Und auf dem ersten Platz ganz klar Vinicius Junior. Egal ob die Goldkarte oder Inform, wären beide auf Platz 1. Heftige Dribbling Stats, heftiges Tempo, Quickstep Plus, 5 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß. Das einzig Schade an Vinicius Junior ist, dass er den Trickster Playstyle nicht mal auf Silber hat. Und das verstehe ich leider nicht. Wenn er den noch hätte, wäre er noch mal krasser. Kann zudem auch als Stürmer spielen. Auch da kann er sehr, sehr gut performen. Vinicius Junior, dieses Jahr wirklich eine überragend gute Karte. Und dann kommen wir zur letzten Position, ist die Stürmerposition. Hier gäbe es natürlich auch noch deutlich mehr Spieler, die man hätte nennen können. Zum Beispiel einen Spieler wie der Road to Knockout Harry Kane. Der ist ganz nice. Der ist nicht drin. Inform Pajor ist auch eine starke Karte, ist hier nicht mit drin. Wir haben schon einige Karten auch auf den anderen Positionen gesehen, die man auch im Sturm spielen lassen kann, wie zum Beispiel Vinicius Junior, Rodman, Adama Traoré und so weiter und so fort, die man auch alle sehr, sehr gut im Sturm spielen lassen kann. Aber für diese 5 Spiele habe ich mich jetzt für die Stürmerposition entschieden. Auf dem 5. Platz ist der gute Alvarez von Atletico Madrid. Road to Knockout-Karte, sprich, er kann auch Upgrades bekommen. Seine Goldkarte ist so der Ben Yedder der letzten Jahre. Und jetzt hat er sogar direkt eine Karte mit einem 90er Rating bekommen und sehr starken Stats. Alvarez hier auf dem 5. Platz. Auf dem 4. Platz, Son. Auch er ist zum Beispiel ein Spieler, den man auf der linken Seite vorhin hätte nehmen können, der da wahrscheinlich auch reingepasst hätte in die Top 5. Aber ich habe mich dazu entschieden, ihn auf der Sturmposition zu nehmen. 88er Karte, der Inform mit 5 Sterne schwacher Fuß, Finesse Plus. Spieler mit Finesse Plus sind immer noch sehr, sehr krass. Dann gehen die Finesse immer noch sehr nice, sowohl außerhalb der Box als auch im Strafraum selbst. Sehr geile Schusswerte in Kombination mit seinem 5-Sterne-Weakfoot ist natürlich sehr, sehr heftig. Auf dem 3. Platz haben wir einen Spieler, der wahrscheinlich noch weiter oben in der Liste wäre, wenn er noch bessere Schusswerte hätte. Rafael Leão. Sein Sprintboost ist vielleicht der heftigste im Spiel. Der fliegt halt wirklich über den Platz, hat zudem 5-Sterne-Skills, hat den Trickster-Playstyle auf Silber, hat den Finesse-Playstyle auf Silber und overall einfach eine heftige Karte. Und der Preis von 500.000 Coins
zeigt das auch wieder, wie gut er sich in-game spielen lässt. Hat zudem ja auch noch geile Links mit dem besten Linksverteidiger im Spiel und einem Top-Keeper. Und Rafael Leão hier verdienter Platz 3 auf dem zweiten Platz. Und nur aufgrund des Abschlusses ist Zofia Smith überragende Karte. Wir haben jetzt hier zwei Karten allein in unseren Top 5, was die Stürmerposition angeht, als auch die rechte Flügelposition mit Rodman. Da haben wir sogar den ersten Platz gehabt. Zwei Spielerinnen, die man sehr, sehr gut linken kann. Und da holt man sich noch irgendwie sowas dazu wie ein Beasley oder eine Swanson auf links, die wir vorhin gar nicht auf der linken Seite in der Top 5 hatte. Und dann hat man schon ein absolut krasses Offensivtrio und kriegt die Damen dann auch gut gelinkt. Zofia Smith hier auf dem zweiten Platz und auf dem ersten Platz, ganz klar, der Mainman Kylian Mbappé wird anscheinend morgen in der neuen Promo auch als Special-Karte kommen. Mbappé ist einfach überragend. Ja, 97 Tempo, schnellster Spieler im Spiel, zudem noch den Quickstep. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr weiter erwähnen, warum der hier auf dem ersten Platz ist, was die Stürmerposition angeht. Hätten wir ihn auf der linken Seite, die kann er ja auch spielen, wäre er dort ebenfalls auf dem ersten Platz. Und wenn wir Vinicius Junior für die Stürmerposition nehmen würden in diesem Ranking, wäre er auf Platz 2 hinter Kylian Mbappé. Und ja, Freunde, das soll es gewesen sein. Das sind meine Top 5 Spieler ohne Icons und Heroes auf den einzelnen Positionen. Lasst mir gerne Feedback dazu da. Diskutiert gerne in den Kommentaren mit, wenn ihr es anders seht. Ansonsten gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne ein Abo da lassen, falls du nicht getan hast. Ich bin raus. Peace out. Ciao.